Der Ruf als blutrünstige Barbaren, den die Germanen hatten, war mehr als berechtigt. Selbst die Römer mieden das Eindringen in die dunklen germanischen Wälder als zu sehr. Die ersten Kontakte zwischen den germanischen Völkern und Rom fanden um 113 vor Christus statt. Während der Feldzüge Julius Caesars in Gallien nahmen die Konflikte zwischen diesen beiden Völkern an Bedeutung zu. Die Germanen vom Stamm der Suevi drangen in das gallische Gebiet ein und dehnten ihre Grenzen immer weiter aus. Die Suevi wurden von dem Stammeshäuptling Ariovistus befehligt, einem wilden Krieger, der bereits Siege gegen die keltischen Stämme errungen hatte. Eine davon war gegen den Stamm der Aedui, Roms neueste Verbündete. Unter Ausnutzung der militärischen Stärke der in Gallien stationierten Legionen drängte der römische Staat Julius Caesar, die Germanen zu bekämpfen, da sie eine noch größere Bedrohung darstellen würden, wenn andere Stämme den Rhein überqueren. Bei der Ankunft von Caesar und seinen Legionen in seinem Gebiet versammelte Ariovistus 120.000 seiner Krieger auf einem Hügel. Bei einem Treffen mit Caesar erklärte er, dass er weder kapitulieren noch sein Gebiet in Gallien verlassen würde. Die germanischen Priesterinnen hatten Ariovistus davor gewarnt, vor Neumond in die Schlacht gegen die Römer zu ziehen. Es war verboten, während der wechselnden Phasen des Mondes Blut zu vergießen. Ariovistus ignorierte die Warnung und begann die Schlacht, wobei er von der zahlenmäßigen Überlegenheit seiner Armee profitierte. Nachdem sie die Römer in die Nähe des Rheins gelockt hatten, begann die Schlacht. Und die Germanen griffen mit ihrer bekannten Wildheit an, die ihr Volk so gefürchtet machte. Leider erwies sich die römische Kampftaktik für die Germanen als weit überlegen und die Germanen wurden langsam überwältigt und an die Flussufer gedrängt. Nur wenigen gelang es, den Fluss zu überqueren und den Legionen zu entkommen. Der germanischen Sitte folgend, ihre Familie in die Nähe der Schlacht zu bringen, gelang es vielen nicht, rechtzeitig zu fliehen und fast der gesamte Stamm der Suevi wurde an diesem Tag ausgelöscht. In den folgenden Jahren fuhren die Römer fort, in Germanien einzumarschieren und Territorien zu erobern. Die Germanen zahlten oft einen hohen Preis dafür, dass sie Caesars Legionen unterschätzt hatten, doch ihre Rache an Rom stand noch aus. Die Römer nahmen junge Männer aus adligen Familien der von ihnen unterworfenen Stämme und Völker auf. Sie bildeten diese jungen Männer als Befehlshaber für die römische Armee aus, um das Vertrauen des Volkes zu gewinnen, das nun unter römischer Herrschaft stand. Einer dieser jungen Männer war Arminius, ein Fürst des germanischen Stammes der Cherusker. Arminius wurde im römischen Kampfstil ausgebildet und zum Offizier befördert. Schon früh zeigte er seine Begabung für diese Aufgabe. Er verdiente sich das Recht, als römischer Bürger zu gelten und erreichte den Rang eines Militärtribuns, der dem Rang eines Hauptmanns in modernen Armeen entspricht. Dies ist eine beachtliche Leistung für jemanden, der aus einem von den Römern zutiefst verachteten Barbarenstamm stammt. Während seiner militärischen Laufbahn gehörte Arminius zum Heer von Tiberius Claudius, einem einflussreichen römischen General, der in den folgenden Jahren Kaiser von Rom werden sollte. Arminius kämpfte als Legionskommandeur in mehreren Schlachten während der Invasion in Germanien und besiegte dabei seine eigenen Landsleute. Dieser Einsatz führte dazu, dass viele Mitglieder des römischen Adels Arminius respektierten und sogar bewunderten. Große Teile der germanischen Gebiete wurden Teil des römischen Reiches. Die germanischen Stämme wurden gezwungen, hohe Steuern zu zahlen, um auf ihrem eigenen Land leben zu können. Diese Gebiete standen unter der Verantwortung des Konsuls Publius Quinctilius Varus. Um den Frieden zu wahren, standen ihm 3 römische Legionen mit etwa 20.000 Mann zur Verfügung. Als Arminius bemerkte, in welch schlechtem Zustand sich seine Landsleute befanden, konnte er seiner Abneigung gegen Rom nicht widerstehen und begann, einen Plan zu schreiben, der in die Geschichte eingehen sollte. Der Herbst war gekommen und die römischen Legionen, die in Germanien dienten, mussten vor dem Winter in eine wärmere Region ziehen. Dazu mussten sie den Teutoburger Wald durchqueren, einen dichten, dunklen Wald voller Bäume und Moos. Arminius hielt geheime Treffen mit den Häuptlingen der germanischen Stämme ab, um die Legionen während des Marsches mitten im Wald anzugreifen. Arminius kannte die Macht der römischen Taktik sehr gut. Auf einem so unebenen Gelände würden die römischen Formationen viel von ihrer Wirksamkeit verlieren. An einem bewölkten, regnerischen Tag versteckten sich die Germanen im Wald und warteten auf die Legionen. Im richtigen Moment gab Arminius den Befehl zum Angriff und die Germanen griffen die römische Kolonne aus 2 verschiedenen Richtungen an. Die Römer wurden überrascht und hatten kaum eine Chance zu reagieren. Ihren disziplinierten Formationen gelang es nicht, eine effektive Organisation aufzubauen. Erschwerend kam hinzu, dass der Boden aufgrund des Regens schlammig und glitschig war. 20.000 Legionäre verloren an diesem dunklen Tag ihr Leben.
Es heißt, dass sich Quinctilius Varus zusammen mit anderen römischen Offizieren während der Schlacht das Leben nahm, weil er befürchtete, gefangen genommen und in den gefürchteten germanischen Ritualen geopfert zu werden. Die drei Banner der Legionen waren verloren. Zwei wurden von den Germanen geplündert und das dritte verschwand in den Sümpfen des Waldes. Als der römische Kaiser Augustus davon erfuhr, beschäftigte er sich tagelang mit seiner ohnmächtigen Wut. Manche behaupten, er habe seinen Kopf gegen die Palastmauern geschlagen und dabei ständig geschrien: Quintilius Varus, gib mir meine Legionen zurück! Der Verlust von drei Legionen war ein schwerer Schlag für das stolze römische Reich und erschütterte seine scheinbare Unbesiegbarkeit. In den folgenden Jahren schickte Rom mehrere Militärexpeditionen, um die Germanen zu bestrafen, und es kam zu zahlreichen Schlachten. Doch die Kämpfe dauerten schon so lange an, dass der neue Kaiser Tiberius die Idee aufgab, Germanien dem römischen Reich anzugliedern. Der heldenhafte Arminius wurde im Alter von 36 Jahren ermordet, wahrscheinlich von seinem eigenen Schwiegervater. Arminius erhielt den Titel Befreier von Germanien und ist ein Symbol für die Tapferkeit und den Widerstand der germanischen Völker. Den germanischen Stämmen gelang es, den Vormarsch Roms aufzuhalten, wenn auch zu einem hohen Preis. Während der Invasion der Hunnen in Europa drangen viele germanische Völker weiter in die römischen Gebiete ein. Eine Periode, die als Barbareninvasion bekannt wurde. Während der germanischen Völkerwanderung nach Westeuropa verbreiteten Stämme wie die Vandalen, Ostgoten und Westgoten Schrecken in den römischen Gebieten und plünderten und verwüsteten viele Städte und Dörfer. Nach und nach beherrschten die verschiedenen germanischen Völker mehrere Regionen des ehemaligen römischen Reiches. Sie ließen sich in den eroberten Gebieten nieder. Im 7. Jahrhundert lebten fast alle germanischen Völker in Teilen Europas. Die germanischen Invasionen brachten Unordnung, Zerstörung, Hungersnot und Plünderungen in das bereits zerfallende römische Reich, was wesentlich zu seinem Untergang beitrug, mit der anderer Völker in den eroberten Gebieten. Der Einfluss der germanischen Völker ist daher eine wichtige Grundlage der europäischen Kultur.